Das Wohl des Kindes, Pater Piotr Pawlukiewicz. Hier habe ich eine Frage von Andrzej. Ich lese sie nicht vor. Es gibt gewisse Details, die möchte ich nicht offenlegen und die Sache ist etwas diskret. Die Situation von Andrzej sieht so aus. Er hat geheiratet. Nach ein paar Jahren ist es zur Scheidung gekommen, weil seine Frau zu einem anderen Mann gegangen ist und mit diesem hat sie ein Kind adoptiert. Jetzt gibt sie Zeichen, dass sie gerne zu Andrzej zurückkäme, aber ihr Verwandten sagen, du bist mit jenem, hast ein adoptiertes Kind. Du kannst nicht jetzt zum Ersten zurückkehren, zum Wohl des Kindes. Und da kommt die allgemeine Frage. Kann das Wohl des Kindes darauf Einfluss nehmen, dass sich ein rechtmäßiger und gläubiger Ehemann und eine ebensolche Ehefrau, die eine katholische Ehe eingegangen sind, sich für das Wohl des Kindes trennen? Nein. Sie haben sich versprochen, ich verlasse dich nicht bis zum Tod. Ich werde mit dir sein, nur mit dir. Du bist mein Mann, meine Frau. Ich werde mit dir die Wohnung teilen, das Los, Höhen, Tiefen. Die Situation ist natürlich zu klären, mit dem kleinsten Schmerz für dieses Kind, ob es in diese Familie kommt oder dort bleibt. Aber im Namen Jesu Christi sollen die Eheleute beisammen sein. Erinnern wir uns daran, jemand hat gesagt, es ist ein Ärgernis, dem Kind Vater und Mutter und ein warmes daheim zu nehmen. Wir Christen wissen aber, dass nicht ein zeitliches Interesse am wichtigsten ist, sondern allein die ewige Rettung. Maria stand unter dem Kreuz. Jemand könnte sagen, was ist das für eine Mutter? Ihr Sohn wird getötet. Sie schreit nicht, sie verzweifelt nicht, versucht nicht, ihn zu retten. Sie fleht nicht um Begnadigung, sie steht einfach unter dem Kreuz. Was ist das für eine Mutter? Eben auf Golgotha wird sichtbar, wie die natürliche Mutter-Sohn-Beziehung Platz macht, dem geistlichen, übernatürlichen Gewinn. Es gibt also kein solches Argument dafür, dass zum Wohl des Kindes Mann und Frau nicht zusammen sind, sondern bei einem anderen Partner. Es gibt kein solches Argument.